Willkommen, meine Damen und Herren, zu Let's Play Terraria. Wie auch jedes andere Mal bin auch diesmal ich wieder in meiner Welt. Ja, hat sich nichts verändert. Mal gucken. Ja. Interessantes Menü. Ich habe die Mithril-Waffen und die Mithril-Hose. Ich weiß, dass ich letztes Mal schon Adamantit gefunden habe, das ist aber nicht besonders viel. Tja, was gibt es hier zu tun? Mal gucken. Ich suche mal was Bestimmtes, da habe ich... Hier habe ich Soul of Light. Das allein bringt mir jetzt aber recht wenig. Also ich weiß, dass diese Kiste bald überlaufen wird. Eine Möglichkeit wäre jetzt zum Beispiel, vor allem das würde ja eigentlich... Das mache ich ja nicht immer in... Special Kiste rein. Naja, Soul of Light wenigstens. Es gibt ja auch die Soul of Knights, die hätte ich jetzt auch ganz gerne, weil ich nachgucken möchte, was man alles daraus herstellen kann. Kommt das hier rein? Ich würde sagen, dann mache ich. Ich verlagere den Kram, den ich im Hard Mode finde, in andere Kisten. Da würden die hier zu zählen. Das da und auch das hier. Frage ich mal den Guide. Hi Guide. Crafting. Und zwar, dann gucken wir erstmal Cursed Flame. Ja, erstmal daraus kann man Pfeile herstellen, Kugeln, Fackeln, den sogenannten Flammenwerfer. Das ist auch eine schöne Waffe, die ich noch nie hatte bisher. Und den Cursed Flame. Die wäre eigentlich ziemlich gut für mich jetzt möglich herzustellen, aber ob es sich lohnt, weiß ich nicht. Das Einhorn, das braucht man nur für die heiligen Pfeile und für diesen Rainbow Road. Das ist eine ganz starke Magiewaffe. Heiliges Wasser, das kann man werfen, macht Schaden und verteilt das heilige Gebiet auf manche Blöcke. Die großen Mana Potions, da würde ich mir auch einige von machen. Die sind halt noch besser, die heilen 150, gut, das geht man ja da. Auch Holy Arrows, den Fairy Bell, den ich mir noch nicht machen kann, nein. Und auch die Rainbow Road. Und das Ding braucht man für die Dao of Power, was braucht man noch? Night and Light, ja. Sehr gute Waffe, werde ich mir auf jeden Fall bald herstellen. Light Disc, ja, das ist auch gut. Dafür brauche ich noch was anderes. Fairy Bell... Neptun Shell kann ich mir leider auch noch nicht herstellen. Damit werde ich in einen Meer. Ja, eine Meerjungfrau ist es eigentlich nicht. Sieht mehr so aus wie so ein Seemonster. Damit kann ich unter Wasser atmen, schwimmen und alles Mögliche. Wimmerod, die Angel Wings ist auch eine sehr gute Sache. Dafür brauche ich noch was anderes. Ja, Federn habe ich. Crystal Storm, auch eine ziemlich gute Mana-Waffe. Mechanical Iron, Mechanical Skull. Ja. Die hatte ich glaube sogar schon mal in meiner allerersten Folge gemacht. Ich habe, um ehrlich zu sein, keine große Lust aus den Bossen, die es noch gibt in diesem Spiel, ein Heimgeheimnis draus zu machen, weil ich werde ziemlich viel Zeit brauchen, um mich auf die vorzubereiten und dann ist mir das zu umständlich, wenn ich das halt immer umschreibe und nie auf den Punkt komme, was ich genau vorhabe. Deswegen werde ich jetzt schon mal die ganzen Bosse spoilern, die noch auf mich zukommen. Da gibt es drei Stück und man braucht immer Items. Dafür kann ich nur mit den Items spawnen. Es gibt das Mechanical Eye, das ist die verstärkte Form der Auges von Shoktu. Name kann ich nicht aussprechen. Das Ding heißt The Twins. Sind zwei Augen, die ziemlich viel KP haben, mehr als die Fleischwand. Ich glaube, zusammen kommen sie auf 48.000. Jeder hat 24.000. Das eine spuckt Feuerkugeln, das andere schießt Laser. Haben beide eine zweite Phase, dann fängt das eine an Feuer zu spucken, also so ein grünes Feuer. Während das andere dann, ich glaube, richtig Laserstrahlen schießt. Die sind auf jeden Fall unglaublich stark, sehr gefährlich. Dann gibt es den Mechanical Worm, das ist der Destroyer, eine verstärkte Form des Weltenfressers. Ist um einiges länger und zerteilt sich nicht in einzelne Teile, sondern bleibt immer komplett zusammen. Er hat nur einen, demnach hat er auch nur einen KP-Wert, der war 80.000. Ja, und der spawnt während des Kampfes kleine
Sonden heißen die, die schießen Laserstrahlen, gehen dann aber auch irgendwann kaputt. Recht schnell. Der Mechanical Worm verhält sich natürlich wie Würmer, kramen sich durch die Erde durch und alle. Der Mechanical Skull ist Swarmed Skeleton Prime, dem ich noch nie persönlich begegnet. Ist eigentlich auch ganz gut so. Ich würde sagen, es hat seinen Grund. Der hat 4 Arme, die jeder eine eigene spezielle Waffe haben. Und auch ein eigenes Verhalten. Ja, und er selbst haut eigentlich auch ganz gut rein. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Ich gehe auf jeden Fall erstmal nach unten, um mein Inventar leer zu leeren. Wäre besser. Vor allem mit dem da. Ah, das machen wir mal so ein extra Bereich. Dafür keine eigene Kiste. Obwohl eigentlich ist das hier Special Kram. Ich meine, hier habe ich auch so. Halbla. Ja. Gut. Also ich brauche. Weiß ich nicht. Oh je, ich hab eine Idee, was man hier machen könnte, um das Ganze zu verhindern, aber das ist ziemlich nervtötend. Außerdem habe ich mir angewöhnt, den Minenhelm wegzulassen, weil der wirklich mir da mit der Rüstung ziemlich viel Stats abzieht und dafür mehr Fackeln benutze. Gut, was tue ich jetzt? Ich brauche Seelen. Es gibt auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten von Seelenfarms. Die gängigste Methode ist eigentlich, also um so Seelen der Nacht zu sammeln. Wie viel hält denn der aus? Geht doch. Wie soll ich da jetzt drankommen? Na, irgendwie ist es schon wichtig, was er da fallen lässt. Ja, geht doch. Gut. Ach, das war ja der Gang, oder wie? Tja, es gibt verschiedene. Idiot, wie gesagt. Es gibt verschiedene. Oh nein. Ich bin gerade abgelenkt. Verschiedene. Nein. Ich sollte es vielleicht aufgeben. Nein, ich werde es nicht aufgeben. Verschiedene Arten des Seelenfarms, von Seelen des Lichts und Seelen der Nacht. Also ich werde jetzt mal versuchen anzufangen, englische Namen zu benutzen. Auch wenn es schwierig ist, weil die, wie man vielleicht auch merkt, alle ähnlich klingen. Also ich habe ja schon erwähnt, es gibt Seelen der Nacht, Seelen des Tags, also Seelen des Lichts meine ich. Seelen, ja toll. Seelen der Sicht, Seelen des Flugs, Seelen der Macht und Seelen der Angst. Und das Schöne ist, im Englischen heißen die, wie man es schon bei manchen gesehen hat, Soul of Light, Soul of Night, Soul of Flight, Soul of Might, Soul of Sight und Soul of Fright. Wenn ich alles richtig ausgesprochen habe, es reimt sich alles. Und in der Konsolenversion für die Xbox 360 und die PS3 befindet sich noch eine 7. Seele, die heißt glaube ich Soul of Blight oder so. Seelen der Verderbnis. Die werden von so einem speziellen Boss. Ich brauche eine Rüstung, verdammt. Werden von einem speziellen Boss fallen gelassen.
den es nur dort gibt. Ich weiß nicht, ob da bald hier eingefügt soll. Es wird ja bald die 1.2 geben in Terraria. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und bis dahin, keine Ahnung. Ja, dann. Zack. Versuche ich es mal mit der Seelenfarm. Ich weiß nicht, wie viele Seelen ich davon brauchen werde. Also die gängigste Methode des Seelenfarmen ist es eigentlich. Ha. Habe ich irgendwas Nützliches? Also die gängigste Methode ist es, Meteoritenbarren zu verwenden. Die, ja, dann spawnen ja überall die Meteoritenköpfe und auf die Art und Weise. Die geht man dann schlägt man dann kaputt und dann hat man halt Seelen. Das funktioniert so an sich so ganz gut, ist aber auch etwas schwierig und umständlich. Jetzt sollte ich mal meine Munitionskiste Sache ausleeren. So. Ja. Ich kenne sogar eine Methode, die noch einfacher ist. Dafür muss ich jetzt nur mal ein bisschen gucken. Ja. Sehr schön, ich habe keine Statue. Außer die hier und der bringt mir nichts. Dann muss ich mal in Höhlen ein bisschen nach Statuen gucken oder so. Vielleicht sollte ich mir mal nach einer neuen Höhle gucken, weil die habe ich ja schon jetzt im überwiegenden Bereich abgegrast. Und auf jeden Fall, manche Statuen sind ja in der Lage, Monster oder so ein ähnliches zu spawnen. Und da kann man ja auf jeden Fall ziemlich gute Tricks, die ich gesehen habe, wie man da wirklich gut was rausholen kann. Und das muss man natürlich dann einmal in einer Underground Corruption wie hier machen und dann natürlich noch mal in Underground Hello. Hier ist nichts, oder? Na. Was für eine Enttäuschung. Ansonsten natürlich alles Mithril, Kobalt und Adamantit abfarmen. Oh, ich hab's gerade auf Nacht gekriegt. Und ich hoffe, ob ich vielleicht noch ein paar Altare finde, aber das war ja eigentlich eher schwierig, weil ich ja hier auch nur eine Corruption gefunden habe. Ich gucke mich mal ein bisschen um. Im Dschungel findet man auch, glaube ich, auch ziemlich viele Statuen. Ne? Sollte ich mich mal umgucken. Ansonsten muss ich auch nochmal in die Wüste gehen. Da finde ich auch Gegenstände, die recht wichtig sind. Oh Gott. Oh. Also auf jeden Fall brauche ich erstmal Ausrüstung, wie gesagt, man sieht es ja, ich kriege ja überhaupt nichts auf die Reihe. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt noch lebe. Da war ein klitzekleiner Brocken Adamantit. Das ist jetzt ein bisschen. Es wirkt jetzt. Nein, das wirkt nicht. Es wirkt ein wenig verzweifelt, dass ich einen einzelnen Adamantitblocken abbaue, aber naja. Silver Bullets. Unholy Arrows. Hector. Na, hier war auf jeden Fall nichts Interessantes.
Ja, ich guck mal weiter. Das war mir erst in einem anderen Video neulich auch schon passiert. Habe ich wieder den vergessenen Sound von meinem Handy auszuschalten. Ja. Geh raus. Nein. Ab in die Lava mit dir. Nämlich fange ich doch so ein bisschen an die Stärke davon zu zweifeln. Oder an die Sinnvolligkeit mit einer Kobalthose rumzulaufen. Ich meine, wie gesagt, mir fehlt jetzt der Set-Bonus. Aber das soll mich jetzt nicht weiter beschäftigen. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Bis zum nächsten Mal. Euer Zauberwürfel-Gamer.